Das mit Hochspannung erwartete Remake des N64 Meilensteins The Legend of Zelda Ocarina of Time ist vor einigen Tagen endlich in der GamePro-Redaktion zum Test eingetroffen. Leider ist es aus technischen Gründen noch nicht möglich, 3DS-Footage aufzuzeichnen. Wir wollten es uns aber auf keinen Fall nehmen lassen, euch dennoch ein paar Bewegtbilder des Action-Adventures zu zeigen. Für die Aufzeichnung hat uns Nintendo eine Stunde Zeit eingeräumt, die wir dazu genutzt haben, uns nochmal durch den ersten Dungeon zu kämpfen und ein paar Szenen aus dem späteren Spielverlauf als Sneak Preview für euch einzufangen. Hier treffen wir nun zum ersten Mal auf den Protagonist Link, der sich wegen eines schrecklichen Albtraums unruhig im Schlaf wälzt. Noch weiß der junge Einwohner des Dorfs Kokiri nicht, dass sich seine nächtlichen Visionen schon sehr bald bewahrheiten und sein Schicksal eine besondere Bestimmung für ihn bereithält. Der quirlige weiße Knödel ist übrigens die Fee Navi, die Link in seinem Abenteuer stets zur Seite steht bzw. schwebt. Kaum sind wir raus aus den Federn und runter vom Baumhaus, überzeugen wir uns nicht nur vom beeindruckenden 3D-Effekt, den wir hier leider nicht einfangen konnten, sowie einem ersten neuen Feature. Durch Drücken des Augesymbols auf dem Touchscreen schaltet die Perspektive in die Ego-Sicht um. Durch das Bewegen des 3DS können wir nun praktisch durch die Augen von Link blicken und uns in aller Ruhe umsehen. Extrem cool. Genug davon, denn schließlich wartet das erste Verlies des Spiels, der Dekobaum, darauf, von uns erkundet zu werden. Bevor wir das Dorf verlassen können, brauchen wir jedoch zunächst ein Schwert und einen Schild. Auf der Suche nach der Ausrüstung sammeln wir natürlich herumliegende Rubine ein. Den Schild gibt es nämlich, wie sich schon sehr bald herausstellt, nur gegen Bares. Rasch das Schwert aus der Truhe geholt und mit dem Reiter Ausrüstung auf dem Touchscreen der B-Taste zuweisen. Bevor wir den Shop stürmen, bringt uns Navi noch rasch die Lock-On-Funktion bei, die uns besonders später in den Kämpfen sehr zugutekommen wird. Mit der linken Schultertaste visiert ihr den Gegner oder in diesem Fall den Gesprächspartner an, mit A startet ihr dann die entsprechende Interaktion. Hier sind wir nun im ersten Dungeon des Spiels, dem Dekobaum, wo wir zur besseren Orientierung erneut das neue Kamerafeature nutzen. Zelda-typisch durchforsten wir das Innere der heiligen Pflanze natürlich erst einmal nach Levelkarte und Kompass. Außerdem ergattern wir hier die erste Zusatzwaffe des Spiels, die Steinschleuder. Und genau diese unterziehen wir dann auch gleich mal dem Praxistest. Zunächst wählen wir die Schleuder aus und aktivieren ähnlich wie vorhin, als wir mit der Kokiri-Bewohnerin gesmalltalkt haben, die Lock-On-Funktion, um diese Leiter anzuvisieren. Das Ding plumpst runter und wir können zurück. Die Schleuder ist aber nicht nur der Schlüssel zu dem ein oder anderen Rätsel, sondern eignet sich auch ausgezeichnet, um lästige Gegner wie diese Spinnen hier platt zu machen. Bevor wir zum Level-End-Boss des Dungeons vordringen können, müssen wir zunächst noch ein paar kleine Rätseleinlagen meistern. Hier entzünden wir beispielsweise eine Fackel, um eine verschlossene Tür zu öffnen. Nachdem wir diese Riesenspinne platt gemacht haben, stürzen wir uns in die Tiefe, um in den letzten Bereich des Dungeons vorzudringen. Aber was wäre ein Zelda-Teil ohne ein Steinschieberätsel? Genau, das erste dieser Sorte gibt es ebenfalls direkt im ersten Dungeon. Rasch den Brocken nach unten drücken. Danach einen Stock als Fackel benutzen und zurück auf die andere Seite, was dank des Steinblocks nun möglich ist. Das Spinnennetz abfackeln und der Weg zum Boss ist frei. Gleich sind wir da.
Das Vieh stellt keine allzu große Herausforderung dar. Einfach mit der Steinschleuder 1 auf die 12 und dann ist der Boss beömmelt und wir können ihm mit dem Schwert den Rest geben. Der Kokiri-Smaragd ist unser, doch das war erst der Anfang einer epischen Reise. Zum Schluss unseres Videos springen wir noch zu einem späteren Zeitpunkt des Spiels. Die Zitadelle der Zeit ist Dreh- und Angelpunkt zwischen den Zeitreisen und wird im Laufe des Abenteuers oftmals aufgesucht. Ich verabschiede mich nun mit einem kleinen Flötensolo und kann nur eines sagen. Mit dem Remake des Videospiel-Meilensteins The Legend of Zelda Ocarina of Time schreibt Nintendo erneut Geschichte. Serienfans wie Zelda-Neulinge sollten sich das epische Abenteuer mit der Flöte auf keinen Fall entgehen lassen.